Leute, glauben mir nicht, wenn ich ihnen sage, ich habe noch nie einen Schönheitswettbewerb gewonnen. Die sagen immer, was, das ist ja unfassbar, du bist doch der schönste Mensch der Welt. Und ich sage, ja, ich habe beim Domen angerufen am 3.10.2013 und er hatte das Thema, das glaubt mir keiner. Wir sind bereit für eine weitere Full-Episode, eine fulminante Episode. Domian, was geht ab? Domian. 1 Live Radio. Im WDR Fernsehen und los in geht's. 1 Live. Das Intro gönne ich mir trotzdem. 1Live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eigentlich soll ich die Nummer schon auswendig kennen. Ey, eine Sache, die mir keiner glaubt, ist, ich habe damals in GTA San Andreas ein UFO gesehen. Und die existieren wirklich. Das ist einfach im Code eingebaut. Und das hat mir keiner von meinen Freunden jemals geglaubt, der nicht auch dabei war. So. Endlich um 12:05 melden wir uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema. Und das Thema heißt, das glaubt mir keiner. Ich möchte also gerne mit Leuten sprechen, die irgendetwas mit sich herumtragen, die etwas können, die etwas erlebt haben. Ich hoffe, wir haben noch keine von den Anrufern gesehen, weil mir kommt sein Hemd bekannt vor. Von dem sie sagen, wenn ich das jemandem erzählen würde, das glaubt mir keiner. Habt ihr so etwas und habt ihr Lust, mir darüber zu erzählen? Vielleicht führt ihr ein Doppelleben. Vielleicht habt ihr etwas Besonderes erlebt. Vielleicht habt ihr sogar etwas Übersinnliches erlebt. Und sagt demzufolge auch, das glaubt mir keiner. Also wenn das so ist und ihr mir davon erzählen wollt, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 5050 oder Mail domian@wdr.de. Bin sehr gespannt auf eure Themen und die Anrufe. Ich habe noch nie etwas Übernatürliches erlebt. Rufe zu dem Thema. Hier ist Charlotte als erste Anruferin. Die Charlotte ist 71. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, schönen guten Morgen, Charlotte. Schön, dass du da bist. Servus. Ja. Du hast dich zu dem Thema gemeldet. Was glaubt dir denn keiner? Ja, ich bin ein Medium und ich habe Kontakt mit Engeln. Ach. Schon? Ja. Na, das hören wir ja immer gerne. Das ist ja hochinteressant. Ja. Seit wann hast du Kontakt mit Engeln? Ja, seit vielen Jahren schon. Also, meine Mutter war ein Medium. Ja? Und die hat Voraussagen gemacht, die alle, wirklich alle, gestimmt haben und auch ein. Das glaube ich hier nicht. Ja? Und die hat dir das vererbt. Und da hat er vielleicht so einen Touch davon. Ja. Wann war der Erstkontakt mit Engeln? Aber ganz kurz, können Engeln in die Zukunft sehen? Ach, der war schon, da war ich noch in der Schule. Ja. Hab aber im Leben nicht dran gedacht, dass ich da später mal mehr dazu machen kann. Ja. Und dann waren es schwere Jahre, da habe ich nichts gemacht. Und jetzt, wo ich alleine bin, meine Familie außer Haus, also wo ich alleine lebe, habe ich die Zeit dazu. Mhm. Und es ist, ich sag mal ein Beispiel. Gerne. Ein Bekannter ist gestorben. Mhm. Okay. Und dann habe ich gefragt, was er macht, ob er angekommen ist und so weiter. Und dann hat er mir folgende Antworten gegeben. Aber stopp. Sitzt du dann in deinem Zimmer und fragst das so in die Luft rein? Oder ja, wie kann man sich das vorstellen? Ja, das ist jetzt eine längere Geschichte. Ich will nur sagen, jetzt erstmal, was er uns gesagt hat. Okay. Erkläre ich dir aber auch nochmal. Ne? Ja. Nee, also ich gehe jetzt in Meditation, ist klar. Ne? Ja, du gehst in eine Meditation. In eine Meditation und versuchst erstmal den Anschluss zur guten Geisterwelt zu kriegen. Zu wem? Zur guten Geisterwelt, das sind die Engel. Okay. Engel, das sind eigentlich nur gute Geister. Ja. Es ist nämlich alles geistlich, was auf der anderen Ebene ist. Okay. Also wenn ich sterbe und ich war gut, dann werde ich zu einem Engel. Richtig? Weil... Ich schätze mal, sie wird dann Kontakt aufnehmen zu entweder der verstorbenen Person direkt oder zu einem Bekannten der verstorbenen Person. Engel sind gute Geister, wusste ich, ganz klar. Und Dämonen sind böse Geister? Ja, ich glaube, oder? Das wird dann Sinn machen. Also wenn ich böse war, dann wäre ich zum Dämon. Aber dann ist es auch so, ja, dann ist ja auch schon egal. Also wenn ich eh schon, kann ich auch switchen? Also wenn ich ein Engel bin, ich kann mir vorstellen, wenn ich ein Dämon bin, dann kann ich nicht mehr zu einem Engel werden. Aber wenn ich ein Engel bin... Da kann ich auch safe zu einem Dämon werden, oder ist dann wurscht? Weil, also, ich bin jetzt schon im Himmel. So, weißt du, was ich meine? Astralebene. Bist du von allen guten Geistern verlassen? Es scheint so, weil ich habe noch mit keinem gesprochen. Jetzt erzähl mal, was der geantwortet hat. So, und dann hat er gesagt, ich habe gesagt, ja, wie geht's dir denn? Wo bist du denn gelandet? Und dann hat er Folgendes gesagt, ja, ich bin im Glück. Und ich habe einen geistigen Führer und das ist ein Wesen,
vom Chor der Throne, ja, so nennen die das, ne? Von was, vom Chor? Vom Chor der Throne. Vom Chor der Throne? Ja, es gibt auch andere da drüben. Er hat nur gesagt, wo er jetzt ist, ne? Es ist eine wunderbare Welt, die Gott für seine Schöpfung erschaffen hat. Ja. Und man findet keine Worte für die schönen Farben, die Töne und die Wesen. Okay, das ist ja ganz schön, aber ich möchte eine spezifische Aussage. Er hat gesagt, ich war damals Malermeister beim Franz Josef um die Ecke. Und sein Übergang, das war der Tod, war sehr schön. Mhm. Ich schien zu schweben. Also laut Bibel sind Engel, die böse sind, also sich gegen den Glauben widersetzen, schlechte Menschen mit Aggressionen. Aber ich kann da trotzdem, obwohl ich ein schlechter Mensch bin, kann ich trotzdem zum Engel werden. By the way, ihr kennt ja dieses accurate angel. Wie sagt man das? Biblically accurate angel. So werden die Engel einfach in der Bibel beschrieben. Das heißt, wenn du stirbst und du ein stabiler Dude warst, dann wird einfach das aus dir. Hey, jetzt nicht unbedingt Bock drauf. Ich wollte eigentlich da bleiben, aber auf einmal war ich dann oben, so. So, das hat er und hier es so war keine schmerzliche Trennung von euch, denn es kommt ein Wiedersehen und das ist gewiss. Okay, so, das war jetzt die Stimme des Toten. Ja. Das war nicht der Engel. Oder werden alle Toten zu Engeln? Nein, alle nicht. Nur es gibt höhere Engel, gute Engel, dann gute Wesen und dann auch niedere. Da muss man nämlich... Bro, imagine. Du siehst so einen Kollegen von dir wieder und der ist einfach so ein Rank über dir. Ganz schön aufpassen, dass man die Niederen nicht erwischt. Kannst du diese Engel auch sehen? Ja, sehen, direkt. Also wenn es dunkel ist, dann könnte ich so sehen. Dann kannst du sehen im Dunkeln. Wir sehen Engel im Dunkeln aus. Ja, genau wie hier, nur feiner. Feiner. Alles ist feiner drüben, haben sie auch gesagt. Das Gras ist feiner. Die Luft ist feiner. Und die sind auf anderen Planeten. Moment, das ist nicht so, dass nur die Erde die... What the fuck? Okay, sie werden feiner. Feiner im Sinne von fesch? Schon attraktiv aus? Oder so richtig so HD? Die haben einfach HD-Gras, HD-Luft. Der Erde sind, sondern auf anderen Planeten. Ja. Also sehen die aus wie Menschen? Ja, wie Menschen, aber feiner. Mhm. Wir sind grobstofflich und die sind feinstofflich. Ja. Das ist der Unterschied. Ich hatte ja vorige Woche auch eine Anruferin, die... Ein Mensch hat irgendwie, keine Ahnung, wie viele, 100 Trilliarden einzelne Atome oder sowas. Na, weiß ich nicht, wie viele. Wie weich... Weichheitsfilter drauf. Ich möchte es ja nicht mal irgendwie ins Lächerliche ziehen oder so. Das Ding ist halt nur, wenn, ich habe keine Ahnung, schlechte Erfahrungen mit Leuten, die da aus astraler Ebene und sowas da unterwegs sind und sowas, ne? Das heißt, sie ist auch, ich denke, sie ist nicht gläubig, sondern sie hat quasi so ihren eigenen Weg gefunden, weil in der Bibel könnte ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass da irgendwas steht von anderer Planet und unterschiedliche Ranks und sowas, hier Level 5, dann bist du ein niederes Wesen oder Dings. Engel sind aus Licht, sagt man. Ja, aber wenn es dunkel ist, dann sind die auch nicht mehr da, oder? Ich bin gespannt. Ein Engel hat, der Engel hat ihr etwas Übles vorhergesagt, nämlich, dass es eine große Katastrophe gibt in Amerika, heute am 3. Oktober. Ja. Weißt du auch irgendwas darüber? Spricht man? Ja, ich hab das gehört an dem Abend. Ja? Aber es hat aber auch Zweifel, ob es überhaupt Engel gibt. Ne? Und deshalb will ich doch jetzt sagen, dass es die Engel auch da sind. Okay, das ist nochmal ein Statement. Aber ist was passiert am 3. Oktober? Die muss man sich so vorstellen, die kann man Engel nennen oder auch nicht. Okay, aber du weißt jetzt nichts Näheres, ob das denn nur stimmt, dass da was Schlimmes passiert in Amerika. Ja, ja. Du weißt nichts Näheres? Nee. Je schwerer sich das auszumalen, desto weniger glaubt man daran. Das ist ein interessanter Punkt, aber ich würde das nicht zu 100% bestätigen, weil zum Beispiel, es gibt ja diese Videos von wegen so, hier ist die Erde, so im Weltall. Und dann wird sie auf einmal winzig klein und dann ist daneben die Sonne. Und dann wird die winzig klein und dann ist da so der nächste Planet. Und immer so weiter und immer so weiter und immer so weiter. Und da gibt es schwarze Löcher und die sind größer als teilweise Galaxien und sowas, ne? Und da denkst du dir auch, es ist für mich unmöglich, sich vorzustellen, wie riesig sowas ist. Ich kann das gar nicht, mein Gehirn checkt gar nicht. Mein Gehirn kann sich das nicht mal vorstellen, selbst wenn ich dran glaube.
So, aber ich glaube trotzdem dran, ne, weil es halt Wissenschaft ist. Oder, keine Ahnung, es ist schwer vorzustellen für mich, dass jemand bei Alpha Kevin abonniert ist. Aber ich habe auch von Leuten gehört, die das sind. Ne? Nee. Ja, ich habe da nicht nachgefragt. Verstehe. Aber ich will noch sagen, welchen Kontakt ich noch habe. Ich habe einen früheren katholischen Pfarrer, mit dem ich einen guten Kontakt habe. Der ist gestorben, der ist drüben. Und der hat Folgendes gesagt. Also mit der Kirche hat das alles nichts zu tun, weil die leider ja nicht das wissen oder das nicht so sagen können. Aha. Und dieser katholische Pfarrer, der hieß, also Pfarrer Gräber hieß der. Der hat auch Bücher damals geschrieben. Ja. Der musste das Neue Testament verbessern, das nicht mehr so gestimmt hat. Ja. Und der hat geschrieben, der Verkehr mit der Geisterwelt, seine Gesetze und sein Zweck. Also, und da habe ich mit Kontakt und da habe ich viele Fragen gestellt. Ist das mit dem, was war das jetzt nochmal, Priester oder wie auch immer, hat sie Kontakt und er ist gestorben im Glauben und sie sagt jetzt einfach, yo, by the way, das war Bullshit. Du hast ihn bestimmt auch gefragt, gibt es Gott? Auf jeden Fall. Und die Antwort war? Auf jeden Fall? Oder? Ja, die Antwort war, es gibt Gott und er hat seine Engel und Geister, die für uns da sind. Hast du ihn auch gefragt, ob es den Teufel gibt? Da haben wir nicht gefragt, aber... Dankeschön, sie spendet 3 Euro auf entspannten Johannes. Dankeschön. Es gibt das Gute und daraus ergibt es sich auch, dass es das Gegenteil gibt davon. Gibt es die Hölle? Ja. Ja, okay, aber dann muss es auch den Teufel geben. Oder wer chillt dann dort? Jay, hast du deinen Streams quasi meine ganze Wohnung eingerichtet? Danke für die gute Unterhaltung. Ey, Ehrenmann. Ehrenmann. Also ich gehe davon aus, Mann. Dankeschön. Ich hoffe, deine Wohnung sieht schön aus jetzt. Und Sarah, dankeschön für den Sub 3 Monate im Voraus. Es gibt eine Hölle. Ich glaube, das Konzept von Himmel und Hölle gibt es ja in vielen verschiedenen Variationen und so. Ich weiß nicht, ob ihr daran glaubt oder nicht. Ich glaube nicht daran, aber ich könnte mir vorstellen, dass es somit das weit verbreitetste, also somit die weit verbreitetste Trennung ist. So, yo, wenn du dich gut in deinem Leben verhältst, dann wirst du belohnt. Wenn du dich schlecht verhältst, dann wirst du quasi gepeinigt dafür. Nicht die Hölle. Wo ist die Hölle? Ja, wahrscheinlich auf einem anderen Planeten. Wie wir uns die hier so vorstellen. Hm. Nein. Es leben schon viele Menschen sogar hier in der Hölle, ne? Ja, und es leben auch Menschen im Himmel hier, wenn man das so sehen will. Wir spitzen erstmal zu. Ja. Wenn du so gute Kontakte nach oben hast, müsstest du auch wissen, was mit denen passiert, die ganz schlimme Dinge auf der Welt anrichten. Ja. Ja, das sind die Menschen. Das okay. sind die Menschen, okay. Wir haben auch gefragt. Ja, was passiert mit den Seelen dieser Menschen? Ja, wir haben überhaupt gefragt, was ist, wenn wir drüben ankommen. Denn jeder geht ja irgendwo hin. Wir sind dann nicht gestorben. Es gibt uns noch. Nur die Ebenen, die sind so weit und so viel, dass jeder dahin kommt, wo er hingehört. Wer definiert, was gut und was schlecht ist? Ich mach das. Also es gibt für die Bösen eine untere Ebene. Ja, genau. Ja. Die sagen nicht, das ist jetzt ab, hier ist Hölle und da ist Himmel. Das ist ganz unterschiedlich. Ist das nicht total langweilig im Paradies, sag ich schon, im Jenseits, wenn man da nur so rumschwebt? Ganz im Gegenteil, die schweben nicht rum, die haben, ich habe auch Verwandte, die drüben sind, die Aufgaben haben. Die haben was alle, die können sich selbst Aufgaben suchen. Wenn jemand hier krank war lange, der hat erst eine Wartezeit, der kann sich erholen, je nachdem, wo er jetzt hingekommen ist. Ne? Und was? Dessen Aufgabe ist es im Himmel weiter, sich auszukurieren? Am Ende des Lebens bist du krank geworden, du kommst in den Himmel und dann bist du trotzdem noch im Krankenhaus. Kann dann sich nach einer Weile, dann haben die alle, naja. Also ich habe zum Beispiel 2, die haben, ein Mann und eine Frau von mir, ja. Bekannte, Verwandte ja. sogar, ja. haben gesagt, wir können helfen, wer Krankheiten hat auf Erden, die können sich bei uns melden. Ach so. Wir versuchen dann mit noch höheren, die selbst sind. Die Erste-Hilfe-Truppe aus dem Jenseits sozusagen. Nach dem ja. Dankeschön. Gibt es im Jenseits auch Fernsehen? Fernsehen? Nee. Wir brauchen kein Fernsehen. Ich frage es mal ganz profan. Gibt's im. Nee, sie sind enttäuscht. Jetzt denkt sie sich, fuck, jetzt habe ich keine Aufgabe. Jenseits Sex. Oh.
Was habe ich immer erwartet? Wir schauen hier Domian. Ja, wir schauen hier Domian. Jo, gibt's den Teufel? Gibt's Fernsehen? Kann man. Jetzt habe ich es fast gesagt. Ja, aber ja. Nicht in, kann man sich lieb haben. Ja. In den hohen Ebenen, die brauchen das nicht mehr. Kann man im Himmel ohne Nieren? In unteren Ebenen gibt es das noch. Echt? In unteren? Dann wollen wir doch alle in die untere Ebene. Wollte gerade sagen, Domian, du nicht. Es gibt viele Ebenen. 49 Ebenen, glaube ich. 49? Mal 7 Stufen, denen wir in. Also das ist jetzt für uns Menschen nur, damit wir uns das besser vorstellen können. Ne? Ich verstehe. Du bist aber sehr bewandert. Ja, ich mache das seit 40 Jahren. Und heißt ja unsere Sendung, das glaubt mir keiner. Glaubt dir das keiner, wenn du das so erzählst? Ja, meine, die Leute, die ich kenne, die glauben es mir. Aber die meisten, die sagen, du spinnst. Ja. Ich sage, ich weiß, dass ich nicht spinne. Das ist nun mal so. Machst du damit Geld? Nein, überhaupt nicht. Das ist es ja gerade. Ich habe alles aufgeschrieben, ich musste alles aufschreiben und ich habe die besten Auskünfte gekriegt von diesem katholischen Pfarrer, der auf Erden Bücher geschrieben hat. Okay. Mich würde halt interessieren, kann man dann zu jedem Verbindung aufbauen? Weil dann kann sie jetzt theoretisch auch sowas wie, keine Ahnung, zu Hitler oder sowas, ne? Und dann halt Fragen zu gewissen Sachen stellen. Vielleicht weiß er, ich meine, der wird ja die krassesten Infos haben und sowas. Dann kann er ihr ja sagen, so, yo, keine Ahnung, by the way, drüben bei den Koordinaten XY, da haben wir einen Schatz vergraben oder sowas. Na, das wäre ganz, ganz praktisch. Oder irgendwie bei hier, O.J. Simpson ist letztens gestorben. Sowas könnte man dann irgendwie nachhören. Sie redet nur, was die Menschen hören wollen. Das, was die Menschen hören wollen. Ich glaube, sie ist wirklich davon überzeugt, dass sie das macht. Das ist schön, okay, aber das Ding ist halt, sie müsste halt irgendwas Krasses so herausfinden, was man wirklich nicht wissen kann oder sowas, ne? Keine Ahnung, du gehst zu einer Witwe oder zu einem Witwerich halt hin und dann fragst du quasi was über, also du fragst davor was von dem verstorbenen Partner, was nur der verstorbene Partner wissen kann. Weißt du, ich meine, das wäre dann 100%, da würde ich das sofort belieben. Okay, dann musst du, wenn du hast ja offensichtlich wirklich viele Fragen gestellt, das Thema hatten wir vorige Woche auch, dann musst du... Ja, du könntest Einstein einfach erklären, was Rocket League ist. Du doch auch die Frage an den Engel oder an den Pfarrer gestellt haben, an den toten Pfarrer, was ist der Sinn dieses Lebens? Der Sinn, ja. Genau. Das ist das Wichtigste überhaupt. Der Sinn ist, wir sollen uns entwickeln. Denn wir wollen, wenn wir drüben haben wir auch eine Wohnung, steht auch in der Bibel, ich richte euch eine Wohnung. Also wir wollen dann schönere Wohnungen haben, das ist jetzt mal profan ausgedrückt. Also jeder aber kriegt da einen schicken Bungalow. Aber wir wollen in die Höhe, ins Licht. Ja, ich will es jetzt nicht veralbern. Was war denn mit uns vor unserem Leben? Da waren wir auch drüben. Ach, da waren wir auch drüben schon? Ja, sicher. Und warum sind wir dann hierhin verbannt worden, wo es gar nicht so schön ist? Weil wir das wollten. Wir wollten auf die Erde, da müssen wir durch, um uns hier zu entwickeln, weil es hier schwerer ist als drüben. Drüben leben wir auch, haben auch Aufgaben, da ist es schöner. Aber da gibt es noch Ebenen, die noch schöner sind, wo wir dann hin wollen. Ach so, also man muss sich das redlich verdienen dann. Ja, genau. Und indem man hier ein ordentlicher Mensch ist, kriegt man da ein schönes Haus. Also im übertragenen Sinne. Ja. Ja, so ausgedrückt, so kann man sehen. Das heißt, du bist, also du glaubst dann auch an Wiedergeburten? Ja, das ist ja der Sinn. Die haben gesagt, ihr braucht keine Angst vorm Sterben zu haben. Ihr werdet alle wiedergeboren. Mhm. Und deshalb ist das so. Dann bin ich immer traurig, wenn die Menschen sagen, ich lebe nur einmal und wir sollen auch nicht die Verstorbenen uns so dranhängen, dann haben die keine Ruhe. Also wir sollen die in Ruhe lassen. Die melden sich schon. Ja, Bro, du rufst sie an. Mal nachts bei uns. Dann sagen die, ach, ich habe geträumt von dem. Ja. Ja, die haben uns besucht, unsere Eltern oder so. Ne? Ja, wenn ihr wüsstet, was ich als für abgefuckten Stuff träume. Der Engel mal gefragt, ob es außerirdische Lebewesen gibt. Ja, das sind ja Lebewesen. Ja, nur gut, die abgesehen von den Engeln. Ich meine es auf anderen Planeten. Ja, auf anderen Planeten. Auf jeden Fall. Gibt es andere intelligente Wesen wie die Menschen? Ja. Ah, ja. 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 Habe ich. Ich gehe davon aus, dass du überhaupt keine Angst hast vorm Tod. Überhaupt nicht. Du freust. Es war schon random, dass man dann so sagt, ich möchte das nicht, wie gesagt, nicht absprechen oder so. Nur, du bist im Himmel. Also, du spawnst quasi irgendwann mal im Himmel. So. Und dann ist so, yo, du musst auf die Erde kommen. Aber um auf die Erde zu kommen, musst du einfach. Also, ich meine, jetzt so blöd gesprochen. Musst du einfach aus einer Frau rauskommen. So, also ist halt auch, irgendwie weird. Du kannst mich einfach absetzen, ist auch okay. Von wo will sie das alles wissen? Das Ding ist halt, also for real, was ist, wenn das selbst
real ist, was sie erzählt. Sie kann mit Menschen Kontakt aufnehmen, aber es ist immer so der gleiche. Es ist immer so der gleiche Typ und der verarscht sie oder so. Der hat so einen Stimmverzerrer oder irgendwie sowas. Also ich würde da sehr viel spezifischer fragen. Ich würde so fragen, okay, was müsste ich machen, um so auf die höchste Stufe zu kommen, in der ich aber noch, weißt du, Geschlechtsverkehr haben kann und so. Na, so die wichtigen Fragen. Oder weißt du, wo gibt es die schönsten Häuser im Himmel? Wie mache ich das und das? Weißt du, was ich meine? Muss ich im Himmel Steuern zahlen? Wie funktioniert das alles? Freust dich geradezu darauf. Ja, doch. Ja, aber das ist das Ding. Das ist ja das Coole dabei. Sie glaubt das und das ist zwar aus meiner Sicht nicht real und so, aber sie hat wesentlich weniger Angst, wenn es dann darum geht, dass sie bald nicht mehr leben würde, als ich. Weil für mich ist es over danach. Es ist gone. Ich will bis zu dem Zeitpunkt, wo ich nicht mehr lebe, will ich genug erreicht haben, sodass ich dann im letzten Moment sagen kann, passt schon, weißt? Ich habe noch ein bisschen Zeit, weil ich das noch, ich habe den Auftrag gekriegt zu verbreiten. Leute, ihr braucht keine Angst zu haben, ihr werdet wiedergeboren und habt keine Angst vorm Sterben. Mensch, dann hast du jetzt ein tolles Forum hier gehabt, das zu verbreiten und das zu sagen. Ja, ich habe geschrieben, ich habe Bücher geschrieben, wo ich ja leider keine draus machen kann, ne? Keine Reklame machen soll. Naja, egal. Aber es gibt Bücher, die sollten gelesen werden. Ja. Es ist so weitläufig und so viel. Das kann man in ein paar Minuten gar nicht ausdrücken. Jetzt noch eine ganz, ganz große Frage. Eine ganz große Frage. Ja. Komme ich in den Himmel? Wer hat Gott erschaffen? Oh shit. Ja, Gott ist nicht erschaffen, er ist der selbst erschafft. Also da haben wir sollen uns wenden an Jesus Christus. Er ist geschickt worden, also hat aber nichts mit Kirchen zu tun. Wir sollen glauben, meditieren. Aber die Kirchen machen ja meistens alles falsch. Das ist uns auch gesagt worden, da brauchen wir uns nicht dran zu stören. Ja. Aber wir sollen gut leben, ist selbstverständlich. Ja. Ne? Du hast gerade gesagt. Und viel für andere tun. Ja, ja. Na, ich verstehe, was Domian hier versuchen wollte, weil ich meine, es gibt dann öfter mal, ich lese mir das immer gerne durch auf Instagram, was sowieso der schlimmste Ort ist, um sich irgendwas durchzulesen, aber so Debatten über Religion. Na? Weil manche Leute sagen dann immer so, yo, Religion ist das einzig Wahre, weil irgendjemand hat ja die Erde geschaffen. So Atheisten glauben, dass die Erde einfach so bam explodiert ist und da war sie auf einmal da, weißt du, was ich meine? Und das ist ja voll der Bullshit. Und dann ist immer so, ja, okay, woher kommt Gott? Na, Gott war schon vorher da. Und dann ist halt die Frage, okay, wenn Gott schon vorher da war, warum sollte dann nicht einfach das Universum auch schon vorher da gewesen sein? Weißt du, was ich meine? Also irgendwas muss irgendwann mal erschaffen worden sein. Weil es gibt keine Ewigkeit oder so. Oder vielleicht gibt es eine Ewigkeit, ich weiß es nicht. Aber selbst wenn du in der Ewigkeit zurückgehen würdest, irgendwann würde man... Bruder, ich habe keine Ahnung. Zeit ist so ein weirdes Konzept. Stell dir mal vor, irgendwas war einfach früher da im Universum. Na, das ist einfach, ich will gar nicht drüber nachdenken. Ich denke, wir sind da Aliens, die da irgendwo im Ausland, auf einem anderen Planeten irgendeine Wohnung bekommen. Das ist ein guter Leitsatz, den ja auch die meisten Religionen so unterschreiben würden. Du hast gerade so gesagt. Nein, nicht einfach so aus dem Nichts, aber im übertragenen Sinn. Ich glaube, es gab ein fettes Energiebündel im Universum, ne? Und dementsprechend gab es eine fette Explosion und das ist auch der Grund, warum sich das Universum ausdehnt. Das kann man ja auch messen. Es gibt so ein paar Bücher, die muss man gelesen haben. Meintest du jetzt dein Buch damit oder meinst du andere? Ja, meins nicht alleine. Ich meine jetzt die Bücher von Pfarrer Gräber. Achso, von ihm, genau, ja. Die stehen ja im Internet. Pfarrer Gräber. Hä? Aber der lag doch falsch. Gräber. Nee, mit E. Mit E, Gräber. Verstehe. Charlotte, das... The fuck, warum soll ich mir das Buch durchlesen, wenn das falsch war? War sehr interessant, mit dir gesprochen zu haben. Das ist deine Welt und dein Erleben und das muss man respektieren und das ist gut, dass du es so erlebst. Es ist für dein Leben ausgesprochen gut, glaube ich. Und du hast ja auch gute Botschaften für die Menschen. Wo kam die Energie her vom Universum? Ist schön, dass du Spaß. Keine Ahnung, war sie nicht. Gutes, was sie gesagt haben, was noch für die Menschen wichtig wäre. Das kann man nicht in einem Abend sagen, aber das könnte man aufschlüsseln. Da müsste man öfter drüber reden. Jetzt brennt mir noch eine. Das wäre aber eine lange Geschichte. Glaube ich, jetzt brennt mir noch eine Frage, doch sehr oft liegt mir auf der Zunge, wo du den guten Kontakt hast, die du vielleicht auch schon gefragt hast. Warum gibt es so unfassbar viel Böses auf der Welt? Warum gab es so etwas wie den Holocaust? Ja, die Erde
ist ein Planet. Es gibt viele Planeten, die gut sind. Die Erde ist ein Planet, die hauptsächlich von dunklen Geistern beherrscht wird. Und die sind immer hier. Mhm. Und die Guten sind aber auch da. Deshalb sollen wir sorgen, dass wir die Guten hier reinholen, indem wir uns so verhalten. Ja, das ist ein guter Satz. Dann wird die Erde auch mal kippen. Aber das müssen dann 51% sein. Ja, und da müssen wir alle da ein bisschen was zutun. Ja, aber dann ist ja irgendein anderer Planet verseucht, ja, ne? Ja. Dann stehen die aber alle auf dem Mars. Leute, danke für deinen Anruf. Danke, danke. Ja, bitte. Nur die Guten reinholen. Alles Liebe. Jetzt wird sie politisch. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke auch. Tschüss. Ciao. Ciao, Leute. 0800 220 50 50. Wir haben heute, das Thema der Sendung heißt nicht übersinnliche Wahrnehmung oder so etwas, sondern das glaubt mir keiner. Aber wenn das eben so etwas Übersinnliches ist, was ihr vielleicht erlebt habt, dann soll das so sein. Aber es können ja auch ganz andere Dinge sein. Vielleicht seid ihr heimlich schweinereich. Und wenn ihr das jemandem erzählen würdet, dann würden die Leute vielleicht sagen, das kann nicht sein, du wirkst ja gar nicht so. Oder irgendwas anderes, was vielleicht ein Geheimnis ist oder ein Doppelleben. Das glaubt mir keiner, das ist unser Thema, 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Okay. Lisa ist hier, Lisa ist 18, guten Morgen. Hallo Domian. Was bringen überhaupt die Mails? Die liest er nicht vor oder so? Hallo Lisa. Jetzt bin ich aufgeregt. Leg mal einfach los. Das glaube ich dir nicht. Und zwar wollte ich erzählen, dass ich mit meinen 18 Jahren als Escort-Lady gearbeitet habe. Oh, gearbeitet hast. Ja, ich habe es quasi auch nur ausprobiert. Diese Pension schon? Ich hatte 2 Dates. Achso, okay. Das geht ja noch. Ja, das geht noch. Escort, erklär es mal kurz den Leuten, die in der Szene nicht so ganz bewandert sind. Was ist eine Escort-Lady? Man trifft sich mit Männern und hat mit denen vielleicht sogar auch nur ein Essen oder so. Oder geht mit denen in die Oper? Ja, genau, und wird dafür bezahlt. Mhm. Und, ja, klar, Domian, da weiß das. Ja, also es muss nicht unbedingt auf irgendwelche sexuellen Handlungen. Aber manchmal endet das Böse, nämlich dann letztendlich nach der Oper im Bett. Ja, genau, ja. Oder auch. Wir müssen auf die 666 Nati 999 Spende 10 Euro auf entspannten Johannes. Vielen lieben Dank dafür. Vielen lieben Dank dafür. Oh mein Gott. Fast im Autounfall gestorben, so froh zu leben. Deswegen hier ein paar Groschen. Ey. Wahnsinn. Wahnsinns-Message. Also ich gehe davon aus, das ist schon länger her. Ich hoffe, das ist schon länger her. Vielen lieben Dank für die 10 Euro und es freut mich, dass es dir gut geht. Ramiges, Dankeschön für den Prime Sub. Ich hatte ja noch nie so eine krasse Nahtoderfahrung, glaube ich. Ich überlege gerade. Ich hatte aber auch noch nie so wirklich einen Unfall oder so. Ich habe einmal bin ich auf einer Strecke gefahren. Das war so eine Guard-Strecke, so eine Dirt Road quasi. Und da wollte ich dann umdrehen und da bin ich einfach festgesteckt. Das war urpeinlich. Da ist dann, wie muss ich das aufzeichnen? Das war quasi hier war so eine City. Warte mal, ja, hier war so eine City. Dann war hier so eine Strecke und da war hier auch noch so eine City. Und ich bin da gefahren und dann waren da lauter so Schlaglöcher. Und ich wollte dann umdrehen. Und ich bin so umgedreht. Und dann bin ich quasi hier so stecken geblieben, weil Seitenansicht, zack, das war mein Auto so ungefähr, ne? Und da bin ich drin geguckt. Und dann habe ich den ÖMTC angerufen. Da habe ich zuerst meine Mama angerufen. Da habe ich den ÖMTC angerufen und dann ist er gekommen und der hat, glaube ich, 40 Minuten gebraucht. Das ist wie ADAC in Deutschland. Und dann ist er da so die ganze Strecke gefahren, ist er ausgestiegen, hat sich das angeschaut, hat gesagt, ja, ich muss rückwärts hierher fahren. Dann ist er alles zurückgefahren, ist umgedreht, ist rückwärts hergefahren. Dann hat er gesagt, ja, ich glaube, ich muss von der anderen Seite kommen. Dann ist er nochmal weggefahren, dann ist er den kompletten Umweg gefahren und dann rückwärts quasi hierher und dann hat er mich dann rausgezogen. Das war auch lustig. Naja, okay, das war mein schlimmstes Autoerlebnis. Oder auch nicht. Ja, und das habe ich dann gemacht. Einmal mit einer Agentur. Ja, dann ist auch stecken geblieben, imagine. Ja. Und um halt die Sicherheit zu haben. Mhm. Und die Agentur hat sich als sehr schlecht rausgestellt. Mir wurde halt erzählt, das wäre alles nicht so schlimm und auf Sex würde es eh nie rauslaufen. Mhm. Das war auch naiv von mir, das zu glauben. Wie war denn das erste Date? Ja, also ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Erzähl mal. Und zwar bin ich dann angekommen und es war bei dem Kunden zu Hause. Mhm.
man hat sich halt abgesichert übers Telefon und so, also es war noch in Ordnung. Mhm. Und er war über 50, nicht besonders klug. So, das, also, das hast du gleich gemerkt. Ja, er kam schon sehr extrem. Prollig rüber. Ja, sehr, so. Ja. Und Assi. Ja, Assi. Assi ist das richtige Wort. Aber er hat ja viel Geld dahin geblendet. Ja, es war mal schauen. Ja. Also Geld hatte er. Spaß. Ja, Geld hatte er. So, die Tür geht auf. Assi-Mann über 50 steht vor dir. Und ich dann? Ich denke, oh mein Gott, wo ist der? Und du denkst, aber du bist reingegangen. Ja, ich bin reingegangen. Ich habe das Geld dann sofort bekommen. So, danke schön. 1200 Euro. What the fuck? Okay. Aber das ist, ja, aber dann kriegt die Agentur auch noch was, oder was? 1200 Euro? Ja, 400 Euro ging an die Agentur. Ja, okay, aber da kannst du ja, also da kann man sich dann auch eine Escort-Dame dann, achso, na, sie ist ja Escort-Dame. Ja, aber da, also weißt du, da gibt es ja bessere Angebote auch noch, oder? Okay, das Geld hast du eingesteckt in genau, dein also, wenn du das so einmal am Tag machst, von mir aus Feiertage oder sowas, dann machst du halt deine 30.000 im Monat. Das ist schon okay. Thanks. Schicke Handtasche, die du wahrscheinlich dabei hattest. Genau. So, und dann? Und dann, ja, war es halt für 12 Stunden. Ach du lieber Gott, 12 Stunden. Aber von 1200 Euro, 400 Euro an die Agentur ist auch crazy gut. Also crazy gut für die Agentur. Hm? Ja. Das ist ja die Hölle. Warte mal, 12? War es halt für 12 Stunden. Ach du lieber Gott, 12 Stunden? Ja. Das ist ja die Hölle. Was machst du das war die Hölle. 12 Stunden bei dem Sack in der Wohnung? Ja. Und er hat... Okay. So, wir rechnen hier 800, weil das ist das, was hier übrig bleibt, durch 12. Ja, 66 Euro. 1 Euro die Minute. 1 Euro die Minute. Ja, es klingt jetzt auch wieder weniger gut, weil ich wollte das hochskalieren. Ich habe gedacht, dann kannst du ja machen an manchen Tagen zweimal oder so. Vergiss die Steuern nicht. Ja, naja. Geraucht wie ein Verrückter und getrunken und es war ganz schrecklich. Wie war das? Habt ihr am Anfang, wollte der erst reden oder ging das gleich ja, zur Sache? Ja, man hat erstmal bestimmt ein paar Stunden so ein bisschen geredet. Über was hast du mit dem geredet? Du hast ja gesagt, Stunden, dass er nicht so der Hellste war. Ja, eigentlich hat er geredet über alles Mögliche. Er hatte Kinder, der war verheiratet, alles Mögliche, aber ja, ich habe es dann so über mich ergehen lassen. Ja, und dann irgendwann ging es zur Sache. Ja, dann. Also das Ding ist halt, es ist halt weird und so, aber das Ding ist halt so über die da oben. Über, ja, er hat erzählt, wie er die Politik übernehmen wird. Aber für, wenn du halt so viel, wenn du halt 800 Euro bekommst, dafür, dass du halt da 12 Stunden chillst und sowas, dann laber mich halt voll. Weißt du, es ist safe scheiße und so, aber halt, weißt du, was ich meine? Maisie, ja, dankeschön. Ich würde da so, keine Ahnung. Kannst du zocken mit dem oder kannst du so eben mit dem reden oder dann irgendwie Lasagne kochen oder so? Weiß ich nicht. Dann wollte er natürlich mir näher kommen und kuscheln. Ja, so ungefähr. Und es war wirklich sehr unschön. Ich rufe auch an, damit die Leute einfach sehen, das ist nicht so der Beruf, wo man nur essen geht oder so. So, jetzt hat er sich dir angenähert. Er hat dich betatscht und gestreichelt und weiß ich was alles. Ja. Und dann kam es zum richtigen Sex auch. Nee, ich konnte es nicht. Also ich habe mich betatschen lassen und der war auch ganz zufrieden damit. Warst du nackt zumindest? Zumindest, Domian will dir einen guten Deal aushandeln. So. Nee, was? Nicht? Halb. So, halb. Also ich muss sagen. Also, okay, welche Hälfte? Der Schlüpper war noch an. Ja. Ja. Aber es war schon grenzwertig. Und darauf hat er sich dann auch eingelassen. Er hat ja viel Geld bezahlt, dass du nicht richtig Ja, deswegen. Also ich habe das auch nur gemacht, weil ich dachte, ich kann das jetzt nicht bringen, dass ich bei so viel Geld dann irgendwie nicht meine Dienste erfülle. Musstest du denn irgendwas zurückzahlen, wieder weil du nicht komplett deine Dienste... Nee. Der ist auch eigentlich gar nicht davon ausgegangen, dass man dann wirklich so weit geht. So, das war das erste Date. Das zweite Date, vielleicht ein bisschen in der Kurzfassung, wie lief das? Er hatte eine Freundin eingeladen, das war ohne Escort-Agentur, weil die mich sehr unter Druck gesetzt haben. Also er hatte eine Freundin da und da habe ich mich, deswegen habe ich auch nur zugesagt, weil die mir halt das sichere Gefühl auch noch gegeben hat. Wie alt war dieser Mann? Das war der gleiche. Ach, das war der gleiche? Das haben wir privat abgemacht. Oh mein Gott. Wie, dann bist du nochmal zu dem hingegangen, obwohl du den gar nicht so mochtest? Ja, ich
Wegen dem Geld, ein bisschen. Und ich dachte, diesmal kann ich da ausgezogen. Sagen, nö. Also es ist dumm. Es war also ohne Agentur, ich verstehe natürlich 400 Euro dann nochmal abgeben davon, ist halt dann auch bitter und so, aber halt ohne Agentur, ich weiß, da ist dann auch noch mehr andere dabei und so, aber... Voll naiv. Und da waren dann noch eine Freundin und wollte der mit euch beiden Mädels dann rummachen oder wie? Wollte er anscheinend. Dann hatte er, weiß ich nicht, habe ich das so ein bisschen so gelenkt, dass er auf sie scharf ist und ich dann so in der Ecke sitze, so ungefähr. Ist das gelungen? Ja, also... Also es kam wieder nicht zum Geschlechtsverkehr? Nee, er wollte immer und ich habe dann wirklich mein Bein auch mal weggezogen so. Und hast du wieder so viel Kohle verdient? Das 1000 Euro bar. 1000 Euro bar. Ohne irgendwelche Zahlungen an die Agentur dann. Das war dein Ausflug in das Business vom Escort-Service. Du bist wieder raus. Ich glaube das. Du hast eine ungeheuer junge Stimme. Du bist aber wirklich 18. Ja, bin ich. Wie bist du denn über Agentur vermitteln und bieten dadurch auch gewissen Schutz vielleicht? Ja, also vermitteln safe, weil du musst auch eine Plattform irgendwo bieten, auf der du halt so jemanden findest. Aber ich meine, ich glaube, das ist relativ einfach. Ich glaube, wenn du da so 2-3 Leute schon hast, die du vielleicht privat kennst, dann kannst du so eine Agentur aufmachen, machst aber irgendeine Webseite auf und machst da vielleicht ein bisschen Werbung oder sonst was, ne? Und dann wird sich das schon befinden und dann sehen das vielleicht auch andere Frauen, die nach so einer Agentur suchen und dann war es das auch schon wieder. Und halt Schutz wird dann wahrscheinlich original sein, okay, da ist dann irgendein Typ mit dir am Telefon oder den kannst du jederzeit schreiben oder vielleicht hast du da irgendwie so einen Knopf oder so und dann werden die halt auch maximal nur bei der Polizei anrufen und das war es dann auch schon wieder. Na, und die werden halt seine Daten haben und sowas. Aber ich meine, das ist ja okay. Das ist jetzt nicht so eine krasse Aufgabe. Ne? Aber ich verstehe natürlich, hier, 400 Euro sollen die machen. Überhaupt auf diese Idee gekommen, das zu machen, das machen zu wollen? Eine Freundin, ich wollte es callen. Eine Freundin hatte mir das irgendwie mal so gesagt. Ich kannte das vorher nicht so ganz. Und dann wollten wir uns eigentlich zusammen bewerben bei einer Agentur und irgendwie habe ich das dann gemacht und ich habe zum Glück keinen Vertrag unterschrieben. Hast du dir das denn vorher nicht so ausgemalt? Doch, ich wusste das, aber es gibt ja auch einfach so Dates, wo man wirklich sagen kann, nein, da wird nichts passieren. Mhm. Und diese Agentur hat mir das auch so gesagt. Mhm. Und Okay, was ist das dann aber auch für eine Agentur? Also... Wenn du da so ein Kilogramm hinblätterst. Deswegen dachte ich ja, ist ja schön, so 1000 Euro einfach mal in 12 Stunden, ohne dass irgendwas passiert. Also wirklich auch ohne Betat. Für ein gutes Gespräch beim Essen ist das okay, ne? Ja, kein Thema. Schick ausgeführt. Ich meine, die Leute sind auch wohlhabend, kommen meistens auch aus einer anderen Bildungsschicht. Also möchte mich jetzt hier nicht unbeliebt machen, aber Mädchen, der hört dazu. Jo, ich habe das mal ausprobiert, aber wegen dem Du bin ich gedippt. Irgendwie so Manager, dachte ich so, die dann sich einfach mal nett unterhalten wollen. Das wird es ja auch geben. Ja, das gibt's auch. Das gibt's auch und es gibt da auch junge Knackige wahrscheinlich, die dir auch gefallen würden. Ne? Du bist ja, aber ich glaube, wenn du so ein Manager bist und irgendwie, weißt du, ja auch attraktiv bist und sowas, dann findest du das Gespräch auch so. Ja, klar. Aber es war echt wirklich die Person... Ich weiß nicht, das war absolut mein Albtraum. Aber ich habe es halt beim zweiten Mal wirklich gemacht, dachte ich, die Freundin ist da, dann passiert da nichts. Ich kannte dann die Situation schon so ein bisschen. Wurde auch getrunken oder irgendwelche Drogen konsumiert? Kokain. Ach, Drogen auch? Er hat dann irgendwann ein Tablett dahingestellt mit einem Riesenberg Kokain. Nein, okay. Hast du gehört, dass das Kokain ist? Ja, ich wusste, dass es Kokain ist. Die haben sich auch ordentlich was durchgezogen. Und haben sie es dir angeboten? Ja, also es war echt wirklich eine Handvoll quasi. Ich weiß nicht, wie viel wert das ist. Ich habe davon auch keine Ahnung, aber das ist sicher, also ich gehe davon aus, das ist schon ein paar hundert oder tausend Euro wert, weiß ich nicht. Und warst du ganz kurz davor, es auch zu machen, versucht es zu tun? Um es zu vergessen, was ich da gerade tue, ja. Hast du es dann auch gemacht? Nein. Ich wollte die Kontrolle so behalten. Remiges, Dankeschön für die 5 verschenkten Subs. Ja, also ich glaube, in der Branche... Hast du mit so das höchste Risiko, drogenabhängig zu werden?
Ganz einfach, weil das halt, keine Ahnung, es ist so ein einfacher Ausweg ist. So, wenn ich überlege, dass ich in einem Jahr 18 bin, kann ich das gar nicht fassen, wie man ab dem Alter das darf. Ja, du darfst dann eigentlich alles machen, ne? Gibt es irgendwas, was man nicht machen darf in Deutschland, so als Beispiel, wenn man 18 ist, außer jetzt solche Sachen wie, keine Ahnung, wahrscheinlich Bundeskanzler werden oder sowas, da wird es wahrscheinlich so ein Minimum-Ding geben. Aber ich meine, ab dann ist eigentlich, bist du eigentlich good to go. Also du hast gesagt, dass du kein Geschlechts... Gesetze brechen, dankeschön. Verkehr mit diesem Mann beim zweiten Mal, auch beim zweiten Mal nicht hattest. Nee, genau. Spielhalle seit neuestem? Ab wann ist das? Echt? Wahrscheinlich so ab 21 oder was? Aber diese andere Frau, diese Freundin von dir, hat die denn mit ihm geschlafen? Achso, das war eine Freundin von ihm. Eine Freundin von ihm, ja genau, nicht von dir, genau. Okay. Ja. Ja, die hatten wohl was, die sind dann immer hochgegangen und er hat sich auch immer so gewünscht, dass wir jetzt beide in den Darkroom kommen. Mhm. Und ja, also... Musstest du denn, solltest du auch zugucken, während die beiden dann so richtig... Ja, ja. Hast du zugeguckt? Also, es war ja stockdunkel. Ich habe mich dann einfach... Er nennt das den Dark Room. Er hat aber keine Lampe mehr, weil er das Geld ausgegeben hat. Auf die Bettkante gesetzt und gewartet, bis es vorbei ist. Ach du dir Leute. Also das war... Ja, aber das ist ja nicht schlimm. War dann oben. Das war nicht mehr im Wohnzimmer, da ja, wo der genau. das guckt. Er holt sich eine Escort-Dame und schläft dann nicht mit ihr, sondern mit wem anderen. Das ist ja eigentlich... Da bist du im Dunkeln nach oben gegangen und sie sieht und hast dich auf die Bettkante gesetzt. Aber das gibt doch gar keinen Sinn. Wieso hat er kein Licht gemacht, wenn er angeguckt hat? Er wollte alles so intensiv spüren. Ich weiß es nicht so ganz genau. Er fand das irgendwie anturnt. Da hast du aber nur Glück gehabt, dass du da so locker rausgekommen bist. Ja, wirklich. Das hätte also übel ausgehen können. Ja, ich habe auch einer Freundin Bescheid gesagt, aber die hätte mich jetzt im Ernstfall auch nicht direkt nach 5 Minuten retten können. Nein. Ja, das war... Ach Lisa, du erzählst uns hier aufregende Geschichten. Ich bin ganz fertig mit Nerven. Mann. Kokain, das ist ja wie im Krimi. Ja, es war wirklich wie im Koks, Krimi. Koks, Sex. Ja, wirklich. Ist voll deins, hässliche Männer. Ja, ist voll seins. Mädchen, die nicht mitmachen wollen, aber dann müssen und Darkroom und ganz Mann, schlimm. Mann. Also alle, die sich irgendwie dafür interessieren und glauben, da kann man schnell mit Geld machen. Du sagst. Das hast du gerade gesagt. Packst bloß die Finger weg. Lass es sein, man verkauft sich. Und ich habe es gemerkt, dass das einfach gar nicht geht. Lass es sein, ich habe innerhalb von 2 Tagen 2.500 Euro fast gemacht. Aber mach das nicht. In deinen Zarten, mit deinen... Na, mach das nicht. Du gehst dazu irgendwem nach Hause und der sticht dich ab und das war's dann mit dir. Toll, dass du davor dann das dreimal, dass es funktioniert hat. Zarten 18 Jahren, bist du was, ja. Was machst denn du im Leben? Bist du Schülerin, ne? Ja. Die würden natürlich alle vom Glauben abfallen, ne? In der Schule wahrscheinlich, wenn du das erzählst. Wer weiß das denn schon? Nur eine Freundin. Ich würde es auch nie mehr, also ich würde es niemandem erzählen. Hoffentlich hat die Schule jetzt nicht zugehört. Ich hoffe nicht. Ich wollte gerade sagen, hat er die Stimme erkannt. Aber wir haben die Stimme verfremdet. Das ist gar nicht die richtige Stimme von Lisa. Und Lisa heißt auch nicht Lisa. Lisa heißt ganz anders. Also, das bildet euch da gar nicht ein, irgendwas erkannt zu haben. Deine Eltern wissen es auch nicht. Nee, auf Gottes Willen. Was möchtest du mal beruflich machen? Grundschullehrerin. Sehr solide, sehr lobenswert, finde ich, ausgesprochen. Da ist Lisa, du bist ja drauf. Geld drinnen. Also eine experimentierfreudige junge Frau. Ja. Aber also, wie gesagt, auch wirklich saugefährlich, ne? Total. Hätte und wirklich übel ausgehen können für dich, ja, wenn du da an einen richtigen Kerl gekommen wärst. Ja. Vor allem, das war ja auch 2013, ne? Inflationsbereinigt sind das heute 500.000 Euro. Ich dachte auch immer, Augen zu und durch, ja, egal, nee, aber ja, nee, auf keinen Fall. Nee. Das war einfach... Wichtigste Frage drin. Überhaupt, hast du einen Freund im Moment? Nein. Möchtest du einen? Dann bin ich aber froh. Das wäre ja ein neues Thema gewesen. Suchst du einen Herrn, der... Erzählst du das, wenn du das nächste Mal wieder ganz romantisch gerne Frage stellst, wirst du es deinem Freund beichten? Ich bin zurzeit verliebt. Ach, und nein, verliebt. Ich würde es niemals beichten. Niemals. Weil ich Angst habe, abgestempelt. Genau. Als alte Hure, ne? Ja, genau. Aber ich ist kein Schimpfwort. Ja, möchte man nicht abgestempelt werden. Eis, Bro. Huren mögen das, wenn man sie Huren nennt. Ich sag zu Huren und das finden die gut. Ja. Domian, ich will schon auch noch die Monetarisierung, das gell? Ist, Lisa, schön, Lisa, dass du angerufen hast. Schön, dass alles gut ausgegangen ist. Ja, zum Glück. Und viel Spaß beim Leben und beim Studium und werde eine brave und strebsame Grundschullehrerin. Ja, Grundschullehrerin. Alles Gute. Ja, mach weiter so. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss. Na gut. Das glaubt mir kein Mensch.
Aber das glaubt mir keiner. Das ist unser Thema heute Nacht. Und Lisa hat uns gerade eine schöne Geschichte erzählt. Habt ihr irgend so etwas auch erlebt, was ihr so für euch behalten habt bisher und von dem ihr sagt, das glaubt mir kein Mensch, wenn ich das erzähle? Ich glaub's euch, wenn ihr es mir erzählt und wenn ihr mir das... Ich habe halt blöderweise nicht mehr so ein spannendes Leben. ...erzählen wollt, sehr gerne. Die krasseste Sache in meinem Leben ist, dass ich mit YouTube Geld verdiene. Aber ihr wisst das alle. Domian@wdr.de oder... Wenn du weiter so solche Wörter verwendest, dann verdiene ich damit auch nicht mehr 0800 Geld. 0800-220-50. Domian, mein Bester. Hier ist Manfred. Manfred ist 45. Guten Morgen, Manfred. Guten Morgen. Ich hatte eine 18-jährige Escort bei mir. So, das glaubt dir keiner. Okay, mein Guess, er ist unfassbar reich. Was denn? Wenn es das jetzt ist, dann glauben alle Leute, ich habe das schon gesehen. Manfred. Manfred ist 45. Okay, jetzt hör es über den Fernseher. Was? Manfred. Hallo, Domian. Ja, hallo. Bitte den Ton ganz wegschalten vom Fernseher. Ja, ich schalte ihn weg. Habe ich schon weggeschalten. Ach so, das ist der LKW-Fahrer? Kann man die Stimme noch ein bisschen verfremden, oder? Ja, das ist der LKW-Fahrer, oder? So, 6 Bier dazu. Das haben wir schon gesehen. Deswegen erkenne ich sein Hemd. Oh mein Gott. Das werden wir skippen, by the way. Kaiser Live, Domian, Alkoholiker. Einfach nur aus dem Grund, weil wir das schon gesehen haben. Alkoholiker und LKW-Fahrer verliert seinen Job wegen Domian. 230.000 Aufrufe. Ach, du heilige Scheiße. Oder ist es der? Nee, das ist ein anderes Hemd. Ah, nein, warte mal. Das ist der betrunkene Anrufer hatte 6,5 Promille. Der ist das. Den werden wir skippen, den Manfred, aber ich hoffe, es geht ihm gut. Ich kann mich erinnern, der hat erzählt, er hatte mehrere, also wirklich sehr, sehr krasse Alkoholsucht und er hatte auch eine Frau, die das natürlich nicht, der das natürlich nicht gefällt, aber die hat ihm auch hin und wieder mal ein Bier gekauft, damit es ihm halt einfach besser geht, weil er hatte so einen krassen Alkoholentzug, dass er teilweise richtig am Zittern war und sowas, wenn er keinen Alkohol gehabt hat. 6,5 Promille, angeblich ist es möglich. Klang, dass die da jetzt irgendwie mal... Wir haben uns jetzt klar ausgetauscht. Ich kann dir gerne noch ein Gespräch... Zeit vergeht aber schnell heute. Hier ist Ralf. So, Ralf okay. Ist 34. Ralf, wir versuchen es mit ihm. Guten Morgen, Ralf. Hallo, Domian. Hallo, Ralf. Domian, ist es wirklich? Ja, das glaubt mir zwar keiner, aber ich bin es wirklich. So. Ralf, wir haben ein skurriles. Er ruft an und er glaubt ihm nicht, dass er Domian ist. Das ist der Mainz, ja. Mein Volk. Domian. Und zwar ich. Nee, pass auf, Ralf, du musst den Ton wegschalten und den Hörer stillhalten. Ich habe jetzt gerade nur Kuddelmuddel verstanden. Du hast zu unserem Thema angerufen, das glaubt mir keiner. Was ist es bei dir? Ja, also ich esse gerne grünen Pansen. Was? Du isst gerne grünen was? Pansen. Pansen, Magen. Grünen? Grünen Pansen. Pansen ist, ja. Ist eine Innerei von der Kuh. Von der Kuh. Der Magen. Ich muss mich ganz blöd. Warum ist der grün? Fragen, ist der immer grün, der Pansen? Es gibt auch weißen Pansen. Also was bekannt aus der türkischen Küche, zum Beispiel eine Kuddelsuppe. Das habe ich jetzt auch nicht verstanden. Also es gibt Kuddelsuppe. Ja, es gibt weißen Pansen und es gibt grünen Pansen. Woher bekommt man den? Warum grün? Ich weiß nicht, ich habe auch das Gefühl, irgendwie den weißen würde ich lieber essen. Also ich habe auch schon interessante Sachen gegessen hier. Herzen und sowas. Also Leber ist eigentlich relativ verbreitet, das ist eh klar. Herz ist sehr gesund, ne? Da gibt es manchmal solche Packungen mit so Hühnerherzen, da sind irgendwie 20 Hühnerherzen drin, das klingt unfassbar schrecklich und so, aber in Wahrheit ist es eigentlich mehr ein Abfallprodukt, was die Leute dann trotzdem essen. Bei Bauer oder Metzger, I guess. Ja, schon. Grün, weil Gras, maybe. Glaubst du, der verfärbt sich deswegen? Aber dann müsste halt weißer Pansen von jungen Kühen sein, oder? Ja. Aber grüner Pansen, der ist eigentlich für, sag ich mal, für Hunde. Grüner ist für Hunde. Ja, und der schmeckt nicht besonders gut. Und ich bin ein geiler Hund. Nun dreht sich ja fast allen Leuten der Magen rum, wenn man denkt, irgend so eine Innerei von der Kuh. Dreht sich mit der Pansen. Was ist Pansen? Ist das eigentlich der Magen von der Kuh oder was ist das? Das ist ein Magen. Ein Magen ist das, der Magen von der Kuh. Ja, fix, die haben 4 Mägen, kann das sein? Ja. Und ich weiß so, dass man das Hund voll ineffizient schon mal so hinschmeißt oder so. Ja eben, darum geht's ja. Ich habe es ja damals für meinen Hund gekauft.
Und da hast du gedacht, ach, ich koste das mal. Sieht gar nicht so unlecker aus. Ja, lecker ist was anderes, aber... Andererseits, was stellen wir uns so an? Wir essen ja auch Leber. Da könnte man genauso gut sagen, wie ekelhaft, Leber. Ja, eigentlich klingt Leber wesentlich ekelhafter. Naja, wobei Magen... Ach, ich weiß nicht. Warum soll man nicht Pansen essen? Wie isst du den Pansen? Isst du den roh oder gebraten? Nee, ich gekocht. Ach, gekocht. Das ist nicht, nicht, aber das ist natürlich nicht so krass. Wegen meiner Freundin übelsten Theater damit. Also ich glaube, dass also krasser wäre es, wenn er jetzt so sagen würde, ja, Stierhoden und sowas. Ne? Sowas. Oder was wäre das Krasseste, was du so essen könntest? Das Auge, maybe. Irgendwie so das Auge. Ah, das wäre irgendwie grindig. Also es ist ja auch nicht so, dass ich jeden Tag... Meine Hunde bekommen das immer. Ha! Also, ist so, als wenn man eine Haxe isst, irgendwie hin und wieder mal... So, Gehirn? Da hat man ja auch... Ich würde eher das Gehirn essen als... Ja, wobei, das ist safe voll glitschig, ne? Gebratene Vogelspinne, da geh mal weg. Gehirn, okay. Gehirn, pass auf, ich ranke. Ich würde Gehirn essen zuerst, danach Hoden und danach Auge. Weil ich glaube, das Auge ist von der Konsistenz mit am schlimmsten. Zunge auch fies. Zunge würde ich noch vor Gehirn machen. Also Zunge, Gehirn, Dings und Dings. Oma ab und zu so einen Heißhunger drauf. Wie schmeckt Pansen? Pansen? Ja, so, ich sag mal, natürlich. Das Auge ist mit. Ne? Ja. Kann ich mir nichts drunter vorstellen. Isst man mit. Ja, also so ein bisschen manchmal auch nach Gras. Was? Nach Gras? Ja, also nicht nach Marihuana. Naja, ich hab schon verstanden. Ne? Sondern so, ja, muggelig. Auge musst du ordentlich kauen wegen der Linse. Du willst mir sagen, es gibt einen, wie ist das? Ist es so gummiartig oder ist es, gibt es so einen harten Part? Das kann ja nicht sein. Ja, man kann natürlich Geschmack sehr schlecht beschreiben. Also, es schmeckt sehr, ich sag mal so, sehr intensiv. So wie manche Leute zum Beispiel kein Lammfleisch mögen. Ja, erinnert es an eine andere Fleischsorte, die wir vielleicht kennen? Ja, Menschenfleisch. Eine Fleisch oder die wir vielleicht kennen. Nee, ich meine, erinnert der Geschmack vielleicht an eine andere. Nee, also es ist absolut. Es ist so ein bisschen, sag ich mal, Gummi. Anus auch sehr schmackhaft, das habe ich mir gedacht. Gummi. Wie riecht denn das Zeug, wenn es roh ist? Gras. Es stinkt wie Hölle, ne? Es stinkt wie Hölle? Es stinkt wie Sau. Ey, wir hatten damals, da gab es ein, oh mein Gott, was war das? Ah, oh fuck, was war das? Bärloch, ein Bärlochfeld in der Nähe, kann man sagen. Und da haben wir uns dann Bärloch geholt, also gepflückt, ne? Und Bärloch, ich dachte mir so, ja, ist cool, ne? Das pflückst du so und dann gehst du damit nach Hause und dann kannst du das einfrieren oder dann kannst du es zu so einem Brei machen oder was weiß ich was. Bist du deppert, wir hatten den Bärloch im Tiefkühler, ich schwöre bei Gott, monatelang den Gestank da drinnen. Also das war auch immer da drinnen und das hat dann Stunden gedauert, bis mein Auto frei war von dem Bärlauchgestank. Es ist cool. Marlon, dankeschön für den Zap. Es ist cool und es schmeckt nice und sowas und es riecht auch gar nicht mal so schlecht, ne? Aber wenn du den Geruch permanent die ganze Zeit überriechst, das hat mich fertig gemacht. Ich konnte mir nie Eiswürfel nehmen, ich konnte mir nie ein Eis rausholen oder sowas. Dann hat das Eis auch noch nach Bärlauch geschmeckt und so. Es war grässlich. Boah, also das muss man wirklich sagen. Also das ist ja das Irre. Deswegen sag ich ja, das glaubt mir keiner. So. Wonach stinkt und das? Nach ja, nach Pansen eben. Ja gut, ich weiß ja nicht, wie Pansen riecht. Das ist. Hast du auch nie einen Hund gehabt oder so? Nee, hab ich noch nicht. Ja, okay, aber ich würde das nicht. Die Hundebesitzer werden es wissen, wenn die das für die Hunde kaufen. Ja, verstehe. Also es ist wirklich, also es schmeckt. Oder es riecht auf jeden Fall sehr extrem. Ja. Und das ist das Problem, nämlich auch, was ich habe, weil meine Freundin, die haben uns auch deswegen schon übelst gefühlt, weil sie meinte, ich bin pervers. Ihr wohnt zusammen? Nee. Auch wenn sie mal zu Besuch kommt, also sie kommt dann auch erst mal 2 Tage nicht, weil die ganze Bude stinkt. Dann, ja. Also, wenn man das kocht, also das kann man vergleichen wie, als wenn man irgendwie Fisch oder irgendwas. Kann man das denn so ganz normal beim Metzger kaufen? Beim Metzger nicht, aber safe beim Bauern. Na klar. Kann man. Ja, wusste ich. Also, wie gesagt, das hatte ich eben schon in der Regie oder wie das auch immer heißt bei euch gesagt. Also ein Freund von mir zum Beispiel ist Schlachter. Mhm. Und der hat mir mal einen ganzen Kuhmagen mitgebracht. Okay, welches Tier würdet ihr gerne mal probieren? Also welches ist so, also jetzt, das ist zwar nicht ethisch oder so, aber ich habe das Gefühl,
Känguru ist selbst so voll, voll crazy. Es gibt ja Leute, die essen Känguru. Was wär ein Tier? Welches Tier sieht extrem lecker aus? Beastepper, das ist eine unangebrachte Frage. Aber ich meine jetzt so irgendwie so eine Seekuh. Das sieht aus, als würdest du so reinbeißen, als wäre das so richtig so geil einfach. Weißt du, was ich meine? Kaiser, am liebsten gar keins. Giraffe, Igel, safe. Qualle, weiß ich nicht. Also so ein knuspriger Igel, das wäre schon was. Ja gut, in der Schlachter. Also wenn ich jetzt zu Edeka, zu Rewe gehe, sag ich mal. Panda schmeckt safe nice, aber ich glaube, da würde ich mich zu schlecht fühlen. Ich meine, ich würde auch kein, also jetzt mal Joke aside, ich würde jetzt auch kein Känguru oder kein Igel oder sowas essen. Kugelfisch im Ganzen. Aber während er lebt und dann geht er in dir auf, ne, damit du richtig so den Kick bekommst. Ich möchte gerne von Pansen-Namen gucken, die mich wahrscheinlich irgendwie. Nee, also nee, so nun auch nicht. Also meistens, also diesen grünen Pansen, den kriegt man schon. Du hattest mal einen Alligator? Wo? Schwer. Sag ich mal. Also du hast deine bei Rewe oder was kriegst du nicht? Da kriegst du den weißen Pansen. Also du hast deine geheimen Bezugsquellen, wie du es... Fledermäuse. Gesagt, genau. Von mir, der ist Schlachter. Ja. Das ist schon mal nicht gut ausgegangen. Auf dem Schlachthof. Und der hat mir mal einen ganzen Kuhmagen zum Beispiel mitgebracht. Und da bin ich damals drauf gekommen. Achso, ich dachte, du wärst durch das Hundefutter drauf gekommen. Nee, die hat er ja für meinen Hund mitgebracht. Achso, verstehe. So, ne? Und das war wie ein Schlafsack. Aber das verstehe ich nicht. Du kaufst das für deinen Hund. Das Zeug stinkt bestialisch. Krokodil schmeckt wie Hühnchen, das hätte ich jetzt nicht gedacht tatsächlich. Wie kommt man denn dann auf die Idee zu sagen, och, das könnte ich mir ja auch mal kochen und essen? Wie kommt man auf die Idee? Ich habe das ja für meinen Hund gekocht. Ich habe es ja nicht hochgegeben. Und dann habe ich mal so ein Löffelchen genommen von der Dings hier, von dem Sud. Aber das würde ich schon nie im Leben tun. Aber du hast es getan. Igel wurden im Spätmittelalter in Lehm eingebacken und auf Märkten verkauft. Ich hätte ohne diese Info auch leben können, tatsächlich. Ja, glaubt mir keiner. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. So, da hast du den. Das ist wieder ein Clip, wo Joe Biden fast gesagt hat, Make America Great Again. Kennen Sie den Clip? Finde ich den jetzt? Joe Biden, Make America Great Again. Ich hoffe, ich finde den jetzt. Das war so funny. Na, da ist er, oder? Jens almost says Make America Great Again. I'm asking every American to recommit. To make America, so make America, what to think about. Think about it. Du kochst den so und gut. Was isst du denn dabei? Lecker Kartoffel oder Fritten oder was machst du? Reis. Gar nichts. Nee, Reis. Mit Milch? Reis, achso, Reis. Reis oder Nudeln. Ja. Also ganz ehrlich, also wenn man das noch nicht gegessen hat, ich sag mal so, ne? Zum Beispiel mein Urgroßopa. Ja. Der ist jetzt über 90 geworden, der hatte zwei Weltkriege in der Sicht. Ja. Hat es gegessen. Ja, klar, also ich glaube, vielleicht hat der auch sogar seinen Teller abgeleckt. Das mache ich heute noch. Weil ich das immer gesehen habe, hier, der leckt einen Teller. Ich sag dir ehrlich, wenn ich da irgendwo im Zweiten Weltkrieg da als Soldat bin und sowas, da fress ich auch die in Lehm eingebackenen Igel, ja. Ist mir wurscht. Also, und das hat sich irgendwie so bei mir so eingebürgert. Sag mal, wenn du so drauf bist, so mit Hundefutter oder so, hast du auch schon mal Hundefutter aus der Dose gegessen? Hundefutter aus der Dose? Ja. Nee. Nee. Ich bringe dich jetzt auf eine gute Idee wahrscheinlich. Ja. Günstig vor allen Dingen. Ja, na, ja, safe. Da gab es einmal diese, wie heißt das, Cheapskates? Cheapskates, die Menschen, die halt unfassbar günstig leben, weil sie es nicht mögen, Geld auszugeben und sowas. Da gab es diese eine, ich glaube, das war eine Frau, oder war das ein Dude? Ich glaube, das war eine Frau. Und die hat sich Katzenfutter gekauft, um es zu essen. Weil das sind da alle Nährstoffe drinnen und sowas. Und es ist halt schön günstig. Gottes Willen, oder? Nee, also wirklich, das habe ich nicht gemacht. Aber ich habe aber früher als Brekkies gegessen. Was hast du gegessen? Brekkies. Was? Brekkies, das sind so Katzen. Achso, ja, genau. Katzen, was? Snacks? Brekkies. Bro, frisst, was? Also ich kann mir vorstellen, dass deine Freundin... Hat das auch dein Uropa im Zweiten Weltkrieg gegessen? Ich glaube es weniger. Gar nicht so erbaut ist. Und wenn eben, das ist ja das eigentlich... Das war das Thema eigentlich. Also ich habe da ja auch Erfahrung. Als ich irgendwie 12 war oder sowas, da hat mein bester Freund mich getrickt, hat gesagt, er gibt mir einen Keks und da war das einfach Hundefutter.
Also so ein Hunde, also so ein Hunde, wie so Hundekekse oder sowas. Und ich habe das gegessen und es hat absolut nicht gut geschmeckt. Also ich habe so abgebissen, dann habe ich so gekaut, dann hat er angefangen zu lachen, dann habe ich so gecheckt. War nicht super, aber ich würde es nicht so zum Nebenbei-Snacken oder sowas mir holen. Da gibt es bessere Sachen irgendwie, war da nicht. Chips, Sonnenblumenkerne oder so. Wo wir dann damals irgendwie zusammengekommen sind und so. Wenn er irgendwann, dann kam sie in die Bude, sagt, wir stinken hier. Mhm. Ich sag, ja, da wusste ich gar nicht irgendwie, wie ich mit der Sprache rausrücken soll. Warum haben viele von euch das schon mal probiert? Ist es gut? Also, weil ich kam mir schon echt ein bisschen blöde vor. Aber nur sie weiß das, dass du sowas gerne isst. Und dein Metzger. Ja, nee, mein Freund, der Schlachter. Ja, genau, der weiß das. Er weiß es ja. Der weiß es mittlerweile auch. Ja. Und besorgt mir auch immer hier gereinigten Pansen, ne? Weil das erste Mal, da waren dann auch so Dings hier, sag mal schnell hier. Ja, eben aus dem Magen, ne? Von der Kuh, da war noch Gras drin. Ja. Jetzt vertiefen wir es mal nicht weiter. Die Leitung ist auch irgendwie sehr, sehr anstrengend und ein bisschen schlecht zu verstehen. Aber das Wichtigste haben wir verstanden, Ralf. Und ich danke dir für deinen Anruf und dass du uns das erzählst. Skurril an, aber ganz viel, was ich nochmal fragen wollte, wie kann ich das denn irgendwie meiner Freundin klar machen, dass ich nicht pervers bin? Das ist das für eine blöde Frage? Keine Ahnung, sag's dir. Im Hintergrund, wir rufen dich nochmal an. Einverstanden? Alles klar. Bis dann. Gut, tschüss. Gut, Domian. Ciao, Ralf. Tschüss. Das war eine komische, krubbelige Leitung. 1.53 Uhr und hier ist Moni. Moni ist 47. Hallo Moni. Ja, hallo Moni. Hallo, ja, dich verstehen wir wieder klar und deutlich. Ja, gut, prima. Ja, also ich möchte heute mit dir über eine außerkörperliche... Nein. Auch etwas Übersinnliches? Ja. Irgendwie. Also ich hatte so eine außerkörperliche Erfahrung während einer OP. Eine Art Nahtoderlebnis, oder? Ja, sowas in der Art. Hm. Das glaubt mir halt auch keiner, das hatte ich auch schon mal so dem einen oder anderen erzählt, aber also das Ganze fing so an, dass ich halt in diesen OP-Saal reingeschoben wurde, ich sollte die Galle rauskriegen. Achso, eigentlich eine ganz harmlose Operation. Richtig, genau. Mhm. Und ich dachte auch Astrale wieder. Ja, ich habe da halt im Bett gelegen, ich habe nicht geschlafen, ich habe alles gehört und ich habe dann gedacht, so, die machen Scherz, irgendjemand sagte, oh Mann, das ist ja jetzt irgendwie eine Galle und ich habe Besteck für den Blinddarm rausgelegt und das habe ich halt alles nur so für einen Scherz als Scherz empfunden. Aber das ist der größte Albtraum aller Zeiten. Hat dir vorher eine ordentliche Narkose gegeben? Ja, richtig, genau. Ich war schon in Narkose. Also es gibt, ich habe mal was gehört von einem Fall, da war, ich glaube, das war ein Dude und die hatten zwei Mittel, die sie ihm verabreichen mussten. Eins, um ihn zum, quasi um seinen Körper zu lähmen, sodass er sich halt nicht bewegt während der OP. Und eins, um ihn bewusstlos zu machen. Mir fällt jetzt kein besserer Begriff dafür ein. Und das zweite haben sie ihm nicht gegeben. Und der hat dann während dieser OP konnte er sich nicht bewegen, er konnte nichts sagen und so, aber er hat halt alles mitbekommen und auch gespürt. Und der hatte so ein extremes Trauma davon, dass er sich dann, ich weiß gar nicht, ein Jahr später oder zwei Jahre später oder sowas, das Leben genommen hat, weil der es halt einfach nicht ertragen hat, weil der hat halt sowas von krasse psychische Schäden davon getragen und so, weil, Bruder. Naja, und du lagst dann da und hast das alles gehört. Hast du die Augen auch aufgemacht? Nein. Ich konnte mich also körperlich nicht bewegen, aber ich habe alles mitgekriegt. Ich war innerlich hellwach. Dann haben die gesagt, ich habe hier ein Besteck für einen Blinddarm hingelegt. Ja, richtig, genau. Und ich hatte das so für einen Scherz gehalten irgendwie. Wenn man so in den OP-Saal geschoben wird, dann scherzen die schon mal so ein bisschen rum, dass man nicht so nervös wird. Mhm. Ne? Weil ich dachte, die wissen, dass ich halt immer noch wach bin. Ne? Mhm. Ich habe mir gedacht, da kommt irgendwie noch eine tiefere Narkose oder sowas. Ja, war aber dann nicht so. Ich habe also alles mitgekriegt, wie die mich aufgeschnitten haben. Hast du den Schmerz auch gespürt? Ja, aber hallo. Den Schmerz? Ich habe innerlich habe ich geschrien, ja. Und das war also unglaublich. Dieser Schmerz, was ich da gefühlt habe, das habe ich vorher noch nie in meinem Leben so. Bist du deppert? Vor allem, wenn du einfach dir nur denkst, yo, warum checkt das keiner, dass ich das mitbekomme?
Ich dachte, außer körperliche Erfahrung, so von wegen, keine Ahnung, sie hat halt nichts mitbekommen und sie hat sich aber trotzdem gesehen während der OP oder so. Das kann ja auch sein, ne? Das kann auch sein, dass vielleicht dein Gehirn das mitbekommt, dass irgendwas an deinem Körper passiert, weil du vielleicht den Druck spürst, weil du, also dein, naja, na, du spürst ja gar nichts. Ich weiß es nicht. Ja, da kannst du wieder auf Urlaub in der Astralebene und Moni dreht durch, hab demnächst OP, wo nur mein Arm betäubt wird und ich habe alles mitbekommen. Was? Es wurde nur dein Arm. Du hast Angst davor oder es wurde dein Arm betäubt und du hast es mitbekommen? Weil ich meine, in dem Fall kannst du ja noch sagen, oder da kannst du sagen, ich spüre das doch, oder? Da müsste der Anästhesist doch eigentlich anhand des Blutdrucks checken, oder? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich da nicht aus. Der Blutdruck wird sinken. Vielleicht hat sie so eine leichte Betäubung bekommen, aber dann nicht. Oder wie funktioniert das? Gibt es da zwei Mittel, so wie ich das vorhin beschrieben habe? Das heißt, lokal betäubt. Es kann das Ganze. Ja, Puls müsste hochgehen, okay. Eine ganz profane Ursache haben, nämlich, dass die dir eine schlechte Narkose gegeben haben. Ja, das sagte mir ein paar Jahre später ein Narkosearzt, also auch. Naja, auf jeden Fall. Das Ding ist halt, könnte ich die danach verklagen? Weil mein erster Gedanke ist, ja. Mein zweiter Gedanke ist, ich weiß nicht, ob ich das nachweisen kann oder nicht. Weil sonst könnte ich auch einfach sagen, ja, okay. Die Narkose ist perfekt gelaufen und so. Aber ich erfinde dann einfach, ja, ich habe das mitbekommen, dass die mich da aufgeschnitten haben und so weiter und so fort. Wir wissen das Gegenteil beweisen. Fall habe ich das halt, wie gesagt, alles mitbekommen, wie die da in mir rumgewühlt haben mit Händen und Gerätschaften. Und irgendjemand da meinte, man könnte also nicht so richtig im... Ah, du unterschreibst davor, dass das passieren kann. Innenraum von dem Bauch reingucken und mein Bauch sollte also weiter aufgespannt werden. Mhm. Ja, und dann haben die das wohl gemacht und das war so schmerzhaft und ich habe so geschrien und also nicht wirklich geschrien, sondern im Geiste geschrien. Innerlich, ja. Ne? Ja, ja, ja. Und dann auf einmal bin ich oben in einer Zimmerecke war ich oben in einer Zimmerdecke. Ich konnte also runtergucken auf mich. Ach so, auf deinen aufgeschnittenen Bauch konntest du gucken. Ja, und auf die Ärzte. Ich habe den ganzen Saal gesehen. Ja, dann ist sie wahrscheinlich in dem Moment in Ohnmacht gefallen. Ne? Weil das kann ja passieren. Das ist ja eine körperliche Reaktion, wenn einfach Schmerz zu krass ist, dass dein Körper sagt, na, ich muss jetzt einfach, resetten. OP-Saal. Du warst aber nicht bio... Also mein Körper lag da unten, aber ich war halt oben und konnte alles sehen und auch hören. Du warst aber nicht für eine kurze Zeit klinisch tot. Ja, das ist was anderes, glaube ich. Ne? Der Ausdruck hinterher von den Ärzten war, als ich dann mal genauer nachgefragt habe, da wäre eine nicht planmäßige Geschichte halt während der OP passiert. Also, die mussten mich wiederbeleben. Mein Herz ist stehen geblieben. Ah ja. So, jetzt schwebst du, das hört man ja oft von Menschen, die Nahtoderfahrung haben, die schweben unter der Decke. Ja, richtig. Und dann konnte ich halt alles sehen. Hab mich auch sehr erschrocken, weil ich habe vorher noch nie einen OP-Saal gesehen. Der war so bis oben hin gekachelt und das waren auch so riesenhohe Decken. Das war so ein altes Krankenhaus. Da saß irgendwie ein Arzt oder jemand da halt in OP-Kleidung, saß in der Ecke und aß einen Apfel. Papptest du wie so ein Luftballon unter der Decke? Ja, ich bin richtig geschwebt. Also oben links, oben. Und mit dem Gesicht nach unten? Ja, richtig, genau. Ja, und ich konnte direkt auf mich runtergucken. Und gab es denn sonst noch, also bei diesen Nahtoderfahrungen haben die Leute ja oft Lichterscheinungen oder... Ja, das kommt dann halt jetzt. Ich habe dann unten bemerkt, dass also unten die Ärzte relativ hektisch wurden und hörte also so einen lauten Piepston. Ne? Mhm. So, der war halt lang anhaltend und ja, in dem Moment merkte ich also, wie von links wurde es mir ganz warm und dann guckte ich halt so links rüber und ja, da war dann der Tunnel. Ja. Ach so. Okay, also es kann passieren, dass die Betäubung nicht ordnungsgemäß funktioniert. Das ist bei ihr passiert. Sie hat das mitbekommen. Der Körper hat gesagt, die Schmerzen sind zu krass. Ich kann nichts machen. Ich muss ohnmächtig werden. Und dann waren die Schmerzen aber immer noch so unfassbar krass und vielleicht die ganzen Nerven sind, keine Ahnung, zu überlastet und das Herz, das pumpt natürlich auch Blut, wenn du das halt mitbekommst oder wenn der Körper das mitbekommt. Das heißt, der Körper hat gearbeitet, aber gleichzeitig war sie dann woanders. Mich würde es interessieren, ob sie das dann noch
gespürt hat, während sie quasi auf sich selber runtergeschaut hat oder nicht mehr. Und dann war das so krass, dass sie einen Herzinfarkt auch noch bekommen hat, mittendrin. Bruder, hab voll Flashbacks an meiner Gallenentfernung gerade, nur mit dem Unterschied, dass meine Galle geplatzt war, es eine Not-OP war und ich jetzt nicht beisammen war und ich eh nicht beisammen war, kurz vor der OP. Gottes Willen, Alter. Wie sah der aus? Klassisch, wie ein schwarzes... Bist du depper? Bei meinem Dad wurde was rausgeschnitten, aber der Arzt hat die Narkose vergessen. Mein Dad hat losgeschrien, war allerdings eine kleine OP, keine Vollnarkose. Also ich hatte einmal nur eine OP, nichts Gravierendes oder sowas, und da war ich ein Kind und bei mir ist alles gut gewesen. Das, ich habe das nur noch so in Memory, ich bin so, die haben mir einen Himbeersaft, haben sie gesagt, haben sie mir gegeben, aber es war kein Himbeersaft, aber ich bin drauf reingefallen. Und dann habe ich so zu meiner Mom gesagt, weiß ich noch, meine Mom ist so mitgegangen und dann ist da so ein Arzt gekommen und ich habe voll doppelt gesehen und ich habe gesagt, schau mal, da sind Zwillinge. Und da bin ich wieder aufgewacht, irgendwann. Kam das Loch? Ja, der war so, ja, ich sag mal so grau irgendwie so innen drin und am Ende ein richtig schönes, warmes Licht. Ne? Wolltest du in den Tunnel reingehen? Ich wollte nicht, aber ich wurde reingezogen. Mhm. Wieder Widerwillen quasi? Ja, auch nicht um. Nein, es war keine Vorhautsoperation. Nicht Widerwillen, das war also, ich weiß nicht, also ich bin da reingezogen worden und je näher ich also da reinkam, je weiter ich da drin war, das war die schönste Erfahrung, die ich in meinem Leben hier gemacht habe. Ja. Das war unglaublich warm. Ich war so leicht, ich hatte keine Schmerzen mehr. Ich war einfach glücklich. Wie endete denn das ganze Erleben? Ja, also ich habe halt angehalten, ich wurde wieder rausgeholt aus diesem Tunnel. Wieder. Nicht wundern, das ist schon die Endmusik. Zurückgezogen und hörte dann trotzdem weiter noch dieses Piepen. Ja, die haben mich dann wieder geholt. Und dann bin ich wieder in meinem Körper aufgewacht und habe den Rest der OP mitbekommen, wie die mich zugenäht haben und so weiter. Moni, ich danke dir für deinen Anruf. Wir müssen jetzt Schluss machen, weil die Sendung vorbei ist. Aber du hast alles erzählen können. Vielen, vielen Dank. Alles Gute wünsche ich dir. Danke, gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Also das glaube ich hier, weil ich habe davon eben schon mal gehört. Ja, das ist halt hier gutes Video mit dem, yo, ich habe ein Licht gesehen und sowas. Ich glaube, dass dein Körper, und das, so erkläre ich mir das, weil ich glaube nicht an das Nachleben oder an den Himmel oder sonst was. Ich glaube, dass dein Gehirn eine gewisse Reaktion macht, also irgendwie reagiert darauf, indem es sich quasi einen, in dem Fall visuellen aus, also eine Notlösung quasi hier, du kannst da reingehen und dann vergessen wir das und dann, weißt du, ist alles in Ordnung. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass du das irgendwann einmal, wenn die Technik weit genug ist, und Gehirne quasi scannt, dass du das dann auch nachvollziehen kannst und dass du dann sagen kannst, ah Moment, diese Region im Gehirn ist dafür verantwortlich, wenn das und das passiert. Ich weiß es nicht. Das ist eine krasse Erfahrung und ich hoffe, ihr geht's gut damit, weil wie gesagt, bei dem anderen Typen, da war das so heftig, dass der das einfach nicht mitmachen konnte von dem ganzen Trauma. Aber ja, ich möchte da jetzt auch keine Angst machen oder sowas. Das sind 1 zu 100 Millionen Chancen und sowas und euch wird es sowieso nicht treffen. Aber irgendwann einmal kann das natürlich passieren bei extrem fahrlässigen Handlungen. Und wenn es passiert, dann wird sowieso der Kevin jetzt herkommen und wird die Leute exposen. Na,